So hast du deine Tomaten noch nie verwendet. Heute machen wir knusprige Tomatentaler. Los geht's! Als erstes schnappen wir uns eine Dose Polpafine von Oro di Parma und ab damit in den Gefrierschrank. Das Einfrieren dauert ein paar Stunden, aber die Wartezeit lohnt sich. Sobald die Tomaten komplett durchgefroren sind, holen wir sie raus und schneiden sie in 4 Taler. Wichtig ist, dass die Taler gleichmäßig geschnitten sind, damit sie später gut durchgaren. Jetzt kommt der spaßige Teil, die Panierstraße. Zuerst wälzen wir die Taler in Mehl, dann tauchen wir sie in geschlagenes Ei und schließlich in Paniermehl. Nun sind die Taler bereit zum Braten oder Frittieren. Einfach in heißem Öl goldbraun und knusprig ausbacken. Die Tomatentaler auf einem frischen Salatbett anrichten. Der pfeffrige Geschmack des Rucola passt perfekt zur Süße der Tomate und der knusprigen Panade. Klingt einfach, ist es auch. Perfekt für heiße Sommertage oder als Vorspeise bei deinem nächsten Dinner. Probier es unbedingt aus. Das hier, Leute, sieht so lecker aus. Wenn dir das gefallen hat, dann hinterlass gerne ein Like und einen Kommentar. Und bis zum nächsten Mal.